EA Pro Productions liest Märchen aus Spanien. Heute der Ritter vom Fisch. Es war einmal ein Land, in dem so viele Eisenbahnen, Luftballons, Kanäle und Dampfschiffe gebaut wurden, dass die Leute es ganz verlernten, zu Fuß zu gehen und darum auch alle Schuhmacher und Schuhflicker zugrunde gingen. Mit dem Gleichgewicht der bürgerlichen Gesellschaft ist es wie mit dem der Erde. Wenn das Meer auf der einen Seite mit seinem Rachen ein Stück Land verschlingt, dann wirft es auf der anderen wieder ein Stück aus. Was es aber ausspeit, ist jedes Mal von ihm so ausgesogen und ausgedörrt wie die Wüste. Was das Meer tut, hatte im besagten Land die Zivilisation getan, als sie sich aller Kommunikationsmittel bemächtigt hatte. Dürr und elend saßen die armen Schuster da und blieben ohne Erbarmen ihrem Schicksale überlassen. Eines dieser Opfer warf in seinem Unmut mit seinen Leisten nach dem ersten Eisenbahnzuge, der ihm entgegenkam, mit seiner Ahle nach dem aufgeblähtesten Dampfschiffe, mit seiner Schürze nach dem aufgeblasensten Ballon, kaufte sich ein kleines Boot und Netz und wollte Fischer werden. So oft nun ein Dampfer in die Nähe seines Bootes kam, rief er mit lauter Stimme hinüber, in seinem kleinen Kahne trotz sein Schuhflicker den Dampfschiffen wie der Fels den Meereswogen. »Bilde dir nur nicht ein, dass ich mich dir je unterwerfe. Nein, immer soll mein Brötchen mein einziger Lokomotor sein.« So sang unser Fischer. Was aber die Fische angeht, so fing er damit nicht einen einzigen. Seine Bassstimme und das Geräusch der Dampfschiffe trieben sie davon. Es gab für ihn auf dem Meere genauso wenig Fische wie auf dem Land zerrissene Schuhe. So verzweifelte er zum Schluss und beschloss, sich ins Meer zu stürzen und meinte, »Wenn ich schon keine Fische, so sollen die Fische mich fressen. Se valo uno pro l'otra. So oder anders, gleich viel.« Aber das Meer sah gerade so grimmig aus, so schwarz-grau, so wild und unbändig, dass unser Schuster eine bessere Gelegenheit für seinen Plan abwarten wollte. Indessen warf er auch sein Netz wieder aus, und auf einmal fühlte er es ganz schwer. »Aha«, dachte er, »es war doch gescheit, dass ich meinen Kopfsprung etwas aufgeschoben habe.« Er zog das Netz und fand einen Petersfisch darin. Die Petersfische sind aber ganz außerordentlich feine Fische mit zwei runden schwarzen Flecken, von denen die Legende sagt, sie seien durch die Finger des heiligen Petrus eingedrückt. Mag sich in diesem Glauben, der freilich kein Dogma ist, auch weder ein frommes Gefühl noch ein schöner poetischer Gedanke aussprechen wie in anderen Inspirationen des Volksglaubens, so beweist er doch, dass das spanische Volk, das von den englischen Klugrednern stets als sehr unwissend in religiösen Dingen geschildert wird, ganz in den Gedanken und Geschichten des Evangeliums lebt und gerade Herrn John Bull in vielen Dingen belehren könnte. Sobald nun der Schuster den schönen Fisch in Händen hatte, sprach der Fisch, der offenbar nicht so stumm wie seine Brüder war, zu ihm, »Trage mich nach deinem Hause, schneide mich in 8 Stücke.« Bereite mich mit Salz, Pfeffer und Zimt und Nelken, Krauseminze und Lorbeerblättern. 2 Stücke gib deiner Frau zu essen, 2 deiner Mutterstute, 2 deiner Hündin und die beiden übrigen pflanze in deinen Garten. Der Schuhflicker tat buchstäblich alles, was ihm der Fisch sagte, so groß war sein Vertrauen in dessen Worte. Nach 9 Monaten gebar die Schustersfrau 2 Knaben. Seine Stute warf 2 Füllen, seine Hündin 2 Hündchen und im Garten gingen 2 Lanzen auf, die als Blüten 2 Wappenschilde trugen, die einen Silberfisch in blauem Felde hielten. All dies wuchs friedlich und gedeihlich miteinander auf, so dass später aus des Schusters Hause 2 schöne stattliche Ritter auf prächtigen, wunderschön gesattelten Rossen mit 2 aufgerichteten Lanzen und 2 glänzenden Schilden, die von 2 tüchtigen Windhunden begleitet wurden, herausritten. Die Brüder, einander so ähnlich, dass man sie beide den Doppelritter nannte, wollten, wie es auch recht war, ihre Persönlichkeit nicht verlieren und beschlossen darum, sich zu trennen und einzeln die Welt zu durchziehen. Sie umarmten sich zärtlich und zogen der eine gen Osten, der andere gen Westen. Nach einigen Reisetagen kam der erste nach Madrid und fand die königliche Stadt, wie sie das Salzwasser ihrer Tränen in die reinen und süßen Wellen ihres geliebten Manzanares mischte. Alle Welt weinte, selbst die Maria Blanca vom Sonnentor.
Unser schöner Ritter fragte nach der Ursache dieser allgemeinen Trostlosigkeit und erfuhr, dass ein fürchterlicher Drache jährlich ein junges Mädchen erhalten, um sich während der übrigen Zeit ruhig zu halten, und dass das Los diesmal auf die Königstochter gefallen wäre, die eine so schöne und herzensgute Prinzessin wie keine andere sei. Der Ritter fragte weiter, wo sich die Prinzessin befinde, und man sagte ihm, sie erwarte eine Viertelmeile vor der Stadt den Drachen, der jedes Mal um 12 Uhr komme, um seine Beute mitzunehmen. Der Ritter eilte schnell nach dem bezeichneten Orte und fand die Prinzessin von Kopf bis zu den Füßen zitternd und völlig in Tränen zerflossen. »Flieht«, rief sie dem sich nahenden Ritter zu, »flieht, unbesonnener, der Drache kommt gleich, und dann seid ihr verloren.« »Ich werde nicht weichen«, antwortete der Ritter, »sondern komme, um euch zu retten.« »Mich retten? Das ist unmöglich.« »Wir wollen sehen«, entgegnete der tapfere Ritter. »Gibt es hier Deutsche?« »Ja«, antwortete verwundert die Prinzessin. »Ihr werdet es schon erfahren«, sagte der Ritter und sprengte rasch zur trostlosen Stadt zurück. Nach wenigen Minuten kam er mit einem großen Spiegel zurück, den er in einem deutschen Laden gekauft hatte. Er stellte ihn gegen einen Baum, bedeckte ihn mit dem Schleier der Prinzessin, stellte diese vor den Spiegel und sprach zu ihr, sobald der Drache nahe sei, solle sie schnell den Schleier zurückziehen und sich hinter dem Baum verstecken. Darauf entfernte er sich selber und versteckte sich. Es dauerte nicht lange, so erschien der Drache und kam langsam auf die Prinzessin zu, sie keck und unverschämt ansehend, so daß ihm nur das Lognon fehlte, um anderen kleineren und weniger gefährlichen Drachen zu gleichen. Als er nun endlich ganz nahe war, zog die Prinzessin schnell den Schleier vom Spiegel und versteckte sich hinter dem Baum. Der Drache war völlig verblüfft, als er seine verliebten Augen auf sein grässliches Ebenbild gerichtet sah. Er verzerrte sein Gesicht, sein Vis-à-vis tat dasselbe. Seine Augen wurden wie zwei feurige Kohlen, die seines Gegenmannes blieben nicht zurück. Im Zorn sträubte er seine Schuppen wie ein Igel in die Höhe, und ganz ebenso hoch stiegen die des anderen Drachen. Er öffnete seinen fürchterlichen Rachen, der nicht seinesgleichen gehabt haben würde, hätte nicht sein Gegner, ohne sich schrecken zu lassen, den seinen ebenso weit aufgetan. Ungestüm stürzte er nun auf seinen unerschrockenen Gegner los und stieß sich dabei so heftig gegen das Spiegelglas, dass er ganz betäubt wurde. Überdies sah er nun in allen kleinen Stücken des entzweigestoßenen Spiegels Teile seines Körpers und glaubte nicht anders, als dass er sich selbst in lauter Stücke zerstoßen habe. Der Ritter benutzte diesen Augenblick, fiel mit seiner guten Lanze und seinem treuen Hund über den Drachen her und tötete ihn. Man kann sich die Freude und den Jubel der Matrilenos, die lustige Leute sind, denken, als sie den Ritter vom Fisch ankommen sahen. Er hatte die Prinzessin so froh wie ein Osterfest neben sich auf dem Pferde und schleifte den toten Drachen, den er an dem Schweif des Pferdes gebunden, wie eine Schleppe hinter sich her. Man wird sich auch wohl denken, dass man die hohe Tat des edlen Ritters mit nichts anderem belohnen konnte als mit der weißen Hand der Prinzessin, und dass es eine Hochzeit mit Gastmählern, Stiergefechten und Ritterspielen gab, und dass ich auch dabei war, ohne übrigens von den Herrlichkeiten etwas zu bekommen. Einige Tage nach der Hochzeit sagte nur der Ritter zu seiner Frau, er möchte auch gern einmal den ganzen Palast sehen, der so groß war, dass er eine Meile Landes bedeckte. Die Prinzessin willigte ein, und sie machten sich auf den Weg. Endlich, nach 3 Tagen, war die Wanderung durch alle Gemächer beendet, und am 4. stiegen sie auf die Terrasse. Wie erstaunt war der Ritter über die herrliche Aussicht! Da sah man ganz Spanien und Mohrenland und selbst den Kaiser von Marokko, der den Tod seines Freundes, des bösen Drachen, bitterlich beweinte. »Was für ein Schloss ist das dort in der Ferne, das so einsam und düster aussieht?« fragte der Ritter. »Was heißt«, erwiderte die Prinzessin, »Schloss erschrecklich und ist verzaubert, ohne dass jemand den Zauber lösen kann. Wer hineingeht, kommt nicht wieder heraus.« Der Ritter schwieg. Da er aber mutig war und Abenteuer liebte, so stieg er des anderen Morgens, ohne jemandem etwas davon zu sagen, auf sein Pferd, nahm Degen, Lanze und Hund mit und machte sich auf dem Weg nach jenem Schlosse. Das Schloss war so entsetzlich, dass sich ein jeder fürchtete, der es nur ansah. Schwarz wie eine Gewitternacht, schweigsam wie eine Leiche
unwirsch wie ein Bösewicht. Aber der Ritter wußte von Furcht nichts weiter als den Namen, kehrte den Rücken nur dem überwundenen Feinde und klopfte also laut an der Türe an. Alle schlafenden Echos des Schlosses wachten auf und ließen näher und ferner das Klopfen im Chore nachklingen. Doch kam keine andere Antwort. Da klopfte er noch einmal stärker mit der Lanze, und es öffnete sich nun ein kleines Gitterloch im Tor, hinter dem die Spitze der langen Nase eines alten, hässlichen Weibes hervorguckte. »Was wollt ihr, dreister Ruhestörer?« fragte die Alte mürrisch. »Hineingelassen werden«, antwortete der Ritter und hob dabei sein Visier in die Höhe. Als die Alte das schöne Gesicht sah, ward sie ganz freundlich und machte ihm gleich die Tür auf. »Nun, gute Alte«, begann der Ritter, »ich heiße Berberiska«, fiel ihm die Alte empfindlich ins Wort, »und bin Erb- und Gerichtsfrau von Schloss Erschrecklich.« »Schrecklich, schrecklich«, riefen die Echos. »Wollt ihr wohl schweigen, ihr Schreihälse?« schalt die Alte, und zum Ritter gewandt fuhr sie fort. »Wollt ihr mich heiraten, so sollt ihr Herr sein und ein Leben haben wie der Pascha.« »Oh«, lachten in einem fort die Echos. »Euch soll ich heiraten, euch Hundertjährige«, antwortete der Ritter. »Ihr seid recht einfältig, fürwahr?« »Wahr, wahr, wahr«, riefen die Echos. »Was ich will«, fuhr der Ritter fort, »ist nur das Schloss durchzusuchen und fortgehen nach dem Examen.« »Amen, Amen, Amen«, klang es nach. Die Alte sah aufgebracht den Ritter von der Seite an und sagte, er solle ihr folgen, sie werde ihm alles zeigen. So geschah es, und der Ritter sah gar viele, viele prächtige Sachen. Doch konnte er sich nicht alles merken, denn die boshafte Berberiska führte ihn schnell weiter in einen dunklen Gang, wo sich plötzlich eine Falltür öffnete. Der Ritter, der nichts davon ahnte, fiel in einen tiefen Abgrund und einte nun seine Stimme mit denen der Echos, denn alle jene Echos waren nichts als Stimmen anderer, schöner und vortrefflicher Ritter, welche die ehrwürdigen Reize der Alten gleichfalls verschmäht hatten und von ihr in derselben Weise betrogen worden waren. Wir kommen nun zum anderen Ritter vom Fisch. Dieser gelangte auf seiner Reise auch zuletzt nach Madrid. Aber welche Aufnahme wartete seiner daselbst? Kaum trat er in das Tor, als die Soldaten von der Wache aufmarschierten, Trommel wirbelten und Trompeten schmetterten und der Königsmarsch erklang. Die Diener vom Palast umringten ihn und teilten ihm mit, dass die Prinzessin in Tränen zerfließe und über seine lange Abwesenheit viel geweint habe. »Gewiß«, dachte der Ritter, »hält man mich für meinen Bruder, der vermutlich hier sein besonderes Glück gemacht hat. Ich will doch sehen, wo das hinausgeht.« Man führte ihn wie im Triumphe nach dem Palast, und der König und die Prinzessin empfingen ihn mit hohen Freuden. »Du bist also nach dem Schloss Erschrecklich geritten? Sage, wie bist du wieder herausgekommen und wie ist es dir ergangen? Ich habe gefürchtet, dich nie wiederzusehen.« »Es ist mir nicht erlaubt, ein einziges Wort darüber mitzuteilen, bis ich nicht nochmals da gewesen bin.« »Wie?« rief die Prinzessin. »Du bist der Einzige, der je vom verzauberten Schlosse wiedergekehrt ist, und du wirst das Abenteuer zum zweiten Male wagen?« »Ich muss es.« Darüber war der Abend angekommen, und beide begaben sich zum Schlafgemach. Der Ritter nahm seinen Degen und legte ihn auf das Lager der Prinzessin. »Warum tust du das?« fragte sie. »Weil ich ein Gelübde getan«, antwortete er, »auf keinem Lager zu ruhen, bis ich nicht von jedem Schlosse wiedergekehrt bin.« Des anderen Morgens bestieg er sein Pferd und machte sich auf dem Weg nach dem Schlosse in Ungewissheit und Furcht wegen seines Bruders. Jetzt stand er am Tor und klopfte. Berberiskas Nasenspitze zeigte sich alsbald am Gitterloch, wurde aber sogleich noch einmal so lang und kreideweiß, denn die Alte dachte, als sie den Ritter sah, nicht anders als die Toten stünden auf. »Heiliger Beelzebub«, rief sie, denn für diesen Heiligen hatte sie eine besondere Devotion. »Heiliger Beelzebub, befreie mich von dieser Erscheinung!« Und mit diesen Worten lief sie weg. »Frau Unsterblich«, rief ihr der Ritter nach, »ist hier ein Ritter angekommen, der mir ähnlich aussah? Nein oder ja?« »Ja, ja, ja«, riefen die Echos. »Lebt er oder ist er tot?« »Tot, tot, tot«, klangen die Echos. Als der Ritter das hörte, lief er der Alten nach und durchbohrte sie mit seinem Degen.
Und da sie klein und mager war und der Wind gerade stark wehte, so drehte sie sich wie ein Windmühlenflügel um den Degen herum. »Wo ist mein Bruder, du tückische Hexe?« fragte der Ritter. »Ich wollte es euch gern sagen«, antwortete sie, »aber ich bin sterbend und von allem Drehen schwindelt mir der Kopf. Macht mich erst wieder lebendig.« »Wie kann ich das, alter Drache?« »Geht nach dem Garten, nehmt Eisenhut, Klatschrosen und Drachenblut, kocht das in einem Kessel und badet mich dann.« Und kaum hatte die Alte das gesagt, als sie starb. Der Ritter tat alles, wie ihm gesagt, und machte die Alte wieder lebendig. Nur war sie noch hässlicher als vorher, denn ihre große Nase hatte im Kessel keinen Platz gefunden und sah totenstarr und weiß wie ein Elefantenzahn aus. Sie sagte nun dem Ritter, wo sein Bruder sei, und als der Ritter in jenen Abgrund hinunterstieg, fand er daselbst nicht allein seinen Bruder, sondern auch viele andere Ritter und sehr viele schöne Fräulein, die der Drache ehemals dahin gebracht hatte. Er steckte sie darauf alle, einen nach dem anderen, in den Kessel und machte sie so alle wieder lebendig. Die Echos nahmen wieder von ihren Kehlen Besitz, die Herrlein und Fräulein bedienerten und beknicksten sich gegenseitig, gingen dann alle zum Ritter, ihm zu danken, und nach wenigen Sekunden standen lauter schmucke Pärchen da, denn die Ritter und Fräulein waren lauter verzauberte Bräutigame und Bräute gewesen. Als Berberisca diese Lust und Freude sah, platzte sie vor Neid und starb nun für immer.